Fußball heute mit dem Kracher Deutschland gegen Estland. Hol dir unsere Sportwettentipps kostenlos und trag deine E-Mail auf xbet.tipps ein. Heute Abend spielt Deutschland gegen Estland. Für beide ist es das dritte Spiel in der EM-Qualifikationsgruppe C. Es kommt um 20.45 Uhr auf RTL. Die Deutschen haben bisher beide Spiele in der Quali gewonnen, 3:2 in Holland und 2:0 erst kürzlich in Weißrussland. Die Esten haben ihre beiden Spiele gegen Nordirland verloren, zu Hause 1:2 und auswärts 0:2. Die Quoten sprechen eine klare Sprache, Deutschland ist haushoher Favorit. Die Line beim Asian Handicap liegt bei 3,5. Wenn Deutschland mit 4 Toren Vorsprung oder mehr gewinnt, gewinnt man die Wette mit einer Quote von 1,7. Bei Estland reicht eine Niederlage mit bis zu 3 Toren, um eine Quote von 2,1 abzustauben. Wetttechnisch interessanter dürfte das Over-Under sein. Fallen mehr als 4,5 Tore, gibt es eine Quote von 1,9. Fallen weniger als 4,5 Tore, gibt es eine Quote von 1,8. Es ist mal wieder an der Zeit, dass die Deutschen einen Statement-Sieg abliefern. Vor heimischem Publikum als letztes Spiel vor der Sommerpause ist da Estland vielleicht genau der richtige Gegner. Was denkt ihr? Wie geht das Spiel aus? Postet es in die Kommentare. Ich denke, es ist realistischer, dass sich die Deutschen wie in der letzten Zeit eher verhalten präsentieren und ohne Löw an der Seitenlinie sich in die Sommerpause verabschieden. Daher, wenn ich tippen müsste, was ich bei dem Spiel nicht tue, 3:0 für Deutschland und ein Asian Handicap auf Estland mit 3,5 sowie unter 4,5 Tore. Es wäre wirklich Fotzen Sarvias, wie die Esten sagen, wenn du ein Like und ein Abo da lassen würdest. Ten Nama.